Ja, ich packe das Video natürlich unter Gleichungen lösen und Lösungsverfahren. Ich habe jetzt dahinter geschrieben Tricks, weil, ja, das kann man eigentlich nennen, wie man möchte. Man kommt manchmal schneller zum Erfolg, wenn man gewisse Sachen erkennt. Es ging hier darum, man hat die Terme von zwei Funktionen gleichgesetzt, weil man irgendwie erkannt hat, ich soll die Schnittstellen bestimmen. Dann sagen sich viele, ja, die übliche Route, die auch immer klappt, ist, ich multipliziere auf beiden Seiten aus die Klammern, fasse so weit wie möglich zusammen, bringe alles auf eine Seite, entweder all das, was rechts steht, nach links oder all das, was links steht, nach rechts und habe dann gleich 0 oder 0 gleich da stehen und packe dann ein entsprechendes Nullstellenverfahren als Lösungsverfahren aus. Hier könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet, ich nehme jetzt direkt das ganze Paket rüber auf die linke Seite, also minus dieses ganze Paket, dann würde da ja stehen 1 Zwölftel mal x minus 4 hoch 2 minus x mal x minus 4 gleich, was bleibt hier übrig? 0. Und ich multipliziere immer noch nicht aus, denn ich sage mir, hier steht irgendetwas minus irgendetwas und bei den beiden Paketen hier kommt jeweils vor x minus 4, also kann ich das doch ausklammern. Und es kommt jeweils x vor, also kann ich das doch auch ausklammern. Übrig bleibt hier beim ersten Paket 1 Zwölftel mal x minus 4 minus. Und hier sagen sich viele immer, und deshalb trauen sich manche nicht daran, aber wenn man es ein-, zweimal durchgegangen ist und geklärt hat, dann ist es eigentlich easy. Das x habe ich ausgeklammert, das x minus 4. Viele sagen, da bleibt nichts übrig. Ich muss aber eine 1 hinschreiben. Warum? Es kommt die Kontrolle. Das Paket mal minus 1 ist genau das. Das Paket mal das ergibt genau 1 Zwölftel mal x minus 4 hoch 2. Jetzt fragen viele, warum habe ich den Mist gemacht? Das Schöne ist jetzt, wir haben jetzt hier ein Produkt aus mehreren Faktoren stehen und ein Produkt wird ja 0. Wenn einer seiner Faktoren 0 wird, also x minus 4 gleich 0, da kann ich direkt hinschreiben, da ist die Lösung 4. Hier x gleich 0, ist auch ganz easy. Und dieses Paket geht eigentlich auch flott von der Hand gleich 0 gesetzt, 1 rüber. 1 Zwölftel mal x minus 4 gleich 1. Hier steht mal 1 Zwölftel, das kann ich entweder schreiben durch 1 Zwölftel oder direkt mal 12. Die 4 noch rüber. Und ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ich hätte ja noch einen Pfeil hin machen können. Was jetzt schneller geht, das oder den ganzen Mist ausmultiplizieren, zusammenzuröppeln und dann ein entsprechendes Verfahren auszupacken. Also, das wäre mal eine Möglichkeit. Muss nicht sein. Aber manchmal sagt man sich vielleicht, oh, so geht es vielleicht dann easier, wenn man es erkannt hat.